Wir haben von einem Einheimischen erfahren, dass es hier irgendwo einen wunderschönen Kalvarienberg geben soll. Und wir stehen jetzt mitten im Wald und versuchen, diesen zu finden. Wir sind jetzt bei der 7. Station des Kreuzwegs des Kalvarienberges angelangt. Wir werden schauen, dass wir bis oben hin es schaffen. Die Stationen sind in Serpentinen angeordnet und einmalig zu gehen. Schauen wir, was uns oben erwarten wird. Angekommen sehen wir die Kapelle, die Kalvarienbergkapelle, die 1660 errichtet wurde. Wie uns Einheimische berichtet haben, wurde 1994 dieses wunderschöne Wandgemälde entdeckt. Sehr erstaunlich, weil bis dahin eigentlich niemand angenommen hatte, dass sich hier noch ein Gemälde drunter versteckt. Jemand? Ja. Wie man sieht, ist das sehr gut besucht, da die Kalvarienbergkapelle. Ja, ja. Und sind Sie von der Gegend doch? Nein, nicht direkt. War sehr lange hier, aber ich komme immer wieder gern her da. Ja, ist ja wirklich wunderschön, wenn man sich das so anschaut. Ja, das dürfte eine Vorratdarstellung sein. Einen berühmten ehemals Südtiroler Bildhauer Vorrat. Das war eine ganze Familie, die dann um 1600 nach das obere Mühlviertel gezogen ist und hier auch sich niedergelassen hat, weil ja damals sind die Bildhauer nicht nur in der ganzen Gegend herumgefahren und haben einen Auftrag nach dem anderen durchgeführt, sondern sie sind dann sesshaft geworden und haben dann in der Region gewirkt. Und so ähnlich dürfte das mit der Familie Vorrat gewesen sein, diese Südtiroler Bildhauerfamilie, die dann auch im südböhmischen Bereich natürlich viele Werke gemacht hat und auch vieles noch erhalten. Unter anderem diese wunderschöne Kapelle. Die Figuren sind allerdings sehr schlecht restauriert, kommt mir vor. Naja, sehr schön ist ja auch der Ausblick hier hinunter. Das ist wunderbar. Richtung Eigen. Hinter der Pfarrkirche Eigen sieht man das Stift Schlegel und dann geht es hinaus Öpping, Rohrbach. Also wirklich ein wunderschöner Südblick bei herrlichem Wetter. Heute ist es etwas diesig, dunstig, aber bei herrlichem Wetter sieht man natürlich die gesamte Alpenkette inklusive Dachstein. Ein idealer Ausblick sozusagen. Und wir haben jetzt schon bemerkt, da gibt es auch ein heiliges Grab. Ja, ein heiliges Grab. Da werden wir jetzt, ist das da hinten? Etwa 50 bis 100 Meter. Heilige Grab. Ja, nicht so weit, hier steht 30 Meter, ich glaube, das sind 50 Meter. Ja. Dann werden wir dort einmal hinschauen. Ja, schauen Sie das an, das ist wirklich sehenswert. Danke für die Informationen. Bitteschön, Dankeschön. Danke.